Reese, are you okay? Reese, are you dead? I could use a little help down here. It doesn't look like there's a safe way down. What's down there? So, hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 von Tales from the Borderlands. There's a bunch of old Atlas prototype stuff, some tech, there's like a few weapons and... Where? Weapons? Nimm dir die Waffe, Mann. Guck mal, kommst du direkt angesprungen. Too dangerous, huh? No way. The Atlas Silver! Ah, one of the rarest SMGs on Pandora. So it's vintage? Who cares? Vintage, I guess. Ja, das hätte ich gesagt. Whoa, hey! A retro Atlasio! I thought these things were just a rumor! Look, 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 look! It tells time and it's a calculator. Just give me a math problem. Just give me a math problem. Is it worth a lot of money? Sort of. I mean, yeah, you know, it's not $10 million worth, but man, to the right people. Atlas tech in mint condition like this is worth a hell of a lot to collectors. Some Hyperion execs buy it just to put it on their trophy shelves and gloat. And unreleased prototypes at that. I mean, who knows what this is worth? Geek stuff. All right, Sasha, let's grab what we can and get out of here. Quickly. Don't tell me when those bandits will be back. We better do the same, Reese. Uh-oh. Was macht der Knopf? Would you like to do the honors? It's the last one. It's only right for us both to reveal it. I mean, that's the best part. Yeah, I was kind of hoping you'd say that. All right. Big money. Oh nein. Was passiert jetzt? Die zwei Pappnasen machen eh nur Scheiße. Ist das ein richtiger Wortkey diesmal? Reset. Identification required. So, is it just me or does that look... incredibly valuable? Yeah. And there's two of them, so I don't have to stab you. Flirty. Bonus. I call the bigger half. Aber die haben doch gerade gesagt, die müssen sich ausweisen dafür. Was? Pick up Core? Oh Gott, jetzt geht doch bestimmt die Hölle los da. What is it? No idea. Well, we got what we came for. So let's go, Sasha. Hey, Vaughn, can you see if there's a crowbar lying around? We're gonna have to try to pry these apart before we... Is that a map? So she's the crazy outfit. Is that a map? I don't know. It's so confusing. This, ladies and gentlemen, is the Gordis project, and it's gonna lead us to a vault. Oh, Handsome Jack. And then I'll probably kill you. Ich dachte, er wird tot. Der Jack ist wieder da. Devil on your shoulder. Das ist mal echt ein Devil. There's no angel inside. You lost a vault key. Which was never real. Right. Then you lost the money. Well, technically, we found it. But then it blew up. Sure. But at the end of all that, you discover the Gordis project, which is all about opening a vault. Right. That's very convenient. Not really. I mean, one way or another, everything on Pandora is leading you to a vault. I'd actually agree with her on that. A rarity, I'm sure. So, what happened next? Die Art, wie der Typ redet, ne? Erinnert mich ein bisschen an Moxie. Wer weiß, wer unter dieser Maske da ist. Ist das eine Vorschau auf die Episode zu Ende? Da geht's aber ab. Borderlands Universum, beste Universum der Welt. Yes! I did it, I did it. Okay, Fiona, UN 97,9 Players, also haben August Cent genommen. Wir sind ja eigentlich, da sind wir wenig. Nur ich und 32% der Player, der Spieler haben Felix sterben lassen. Da waren wir besonders hart. Und nur ich und 34,3% der Spieler haben die Steve Mask genommen, haben Geld investiert. Okay, ja, beim Reese war es auch irgendwie alles ziemlich, bei uns ziemlich an das gehalten, was alle machen, außer waren knapp unter der Hälfte bei wir und 49,5% der Spieler haben die Machine Gun ausgesucht. Okay. Gut. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht, wie es in der nächsten Episode zugehen wird. Und ja, ich hoffe, die lassen uns nicht allzu lange warten, bitte, Episode 2. Und ich hoffe, es hat euch schon mal gefallen. Euch gefällt das Borderlands-Universum und genauso wie mir. Ich finde diese Telltale-Kooperation echt super. Macht Sinn, macht Spaß. Und da wird noch einiges zukommen.